Hey ho und herzlich willkommen zurück. Wir haben ein bisschen Geld in der Zwischenzeit generiert. Wir müssen ja die Mission gefährliche Aktien machen. Dafür würde ich auf jeden Fall sagen, beginnen wir jetzt hier langsam und sicher mit unserem Velociraptor. Den Diplodocus haben wir auch schon ein bisschen weiter. Da gehen wir mal jetzt hier aufs Ausbrüten. Ich hoffe ganz ehrlich, dass er nicht zickig ist, wenn wir ihn alleine lassen. Ich weiß es nicht. Soweit ich es noch weiß aus den Filmen, sind Velociraptoren Wesen, die gerne gemeinsam sind. Aber wir werden es herausfinden. Der ist jetzt auch gleich zu Ende. Ich suche jetzt hier schon mal eins, wo wir. Wen brauchen wir nochmal? Den Ankylosaurus. Moment, den Ankylosaurus können wir doch sogar schon machen, ne? Oh, wir haben eine Krankheit, die ausgebrochen ist. Da müssen wir direkt eindämmen gehen. Wir gehen mal persönlich hin und werden unseren kleinen süßen Dino aus dem Weg persönlich behandeln. Dutsch. So, wer ist denn denn? Oh, da hinten, das Futter ist auch bald leer. Müssen wir uns bald drum kümmern. Nein, nicht jetzt. Erstmal, ich würde gerne. Oh, warte. Müssen wir jetzt echt. Wir müssen das mit dem Gewehr machen. Arbeiten zuzusehen, das nenne ich Unterhaltung. Das ist nämlich gar kein Betäubungsgewehr, selbst wenn es das heißt. Sie müssen Ernsthaft, das daneben Tier getroffen. medikamentös behandeln, um es zu retten. Ja, ich meine ja schon dabei. Wir haben die Rufbelohnung bekommen, weil wir Unterhaltung jetzt hoch genug gekriegt haben. Das heißt, wir haben einen weiteren Dino, den wir erstmal forschen müssen und dann können wir. Treffer. Medikament nicht erforscht. Was? Oh Gott, wir haben ein Problem. Wir können. Falsch. Wir können sie noch nicht heilen, weil wir die Forschung dafür noch nicht haben. Wir müssen jetzt ganz dringend, ganz schnell ein Forschungszentrum bauen. Irgendwo jetzt hier hinten bei meinem Forschungsbereich, Dings hier. Terrainbeschränkung, komm schon! Da ist irgendwie gerade. Jetzt. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Weg. Weil wir können auch gar nicht ihn hier. Ich hoffe nicht, dass irgendwer hier stirbt deswegen. Oh, das ist richtig blöd, das ist blöd. Die haben eine Farnvergiftung. Die haben alle eine Farnvergiftung. Dessen Gesundheit geht sogar schon richtig runter. Ach du heilige grüne Neune. Wieso? Und die Futterstation hier muss aufgeführt werden. Ja, natürlich muss ausgerechnet jetzt, das machen wir nicht selber, die Futterstation aufgefüllt werden. Ich verklick mich die ganze Zeit. Unglaublich, ich bin gerade richtig nervös. So, der Fleischfresser kriegt neues Futter. Aber das braucht ja auch eine Zeit lang, bis der fertig ist, ne? Ach, das ist ja so blöd. Was soll denn das? So nebenbei, wir können hier vorne anfangen und die Aufträge von der Sicherheit nehmen. Weil wir ja die Unterhaltung komplett oben haben. Guck mal, das Ganze, die sind alle an der Farnvergiftung. Die alle haben eine Farnvergiftung. Und einer von denen ist sogar schon fast tot. Guckt euch das mal an. Da, der da. Dessen Gesundheit ist schon richtig weit. Okay, Forschung. Wo ist das bei? Genforschung? Nee, ich denke nicht. Hier, Medizin. Farnvergiftung. Wie lange brauchst du? Weniger als eine Minute. Okay, komm, du schaffst das. Wir müssen unsere Dinos heilen. Die haben ja so viele. Nee, Ankylosaurus müssen wir tatsächlicherweise noch forschen. Den haben wir auf 0%, habe ich jetzt hier gerade gesehen. Dann lassen wir mal dahin fliegen. Kannst du. Wir haben ja bald Dino sterben, wenn du nicht hinnimmst. Da ist einer schon knapp über der kritischen Gesundheit. Komm schon. Wann ist die Forschung fertig? Ich will nicht, dass meine Dinos sterben. Will ich wirklich nicht. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn meine kleinen süßen Dinos sterben. Ich möchte aber Aufträge aus der Sicherheit kriegen. Müssen wir nebenbei Mir fiele weitermachen. niemand anderer ein, dem ich diesen Auftrag eher anbieten würde als Ihnen. Das ist mein Okay. Ernst, auch wenn es nicht ganz der Wahrheit entspricht. Okay, wir fahren schon mal mit unserem Ranger-Team Richtung Gehege, weil wir jeden Augenblick die Forschung abgeschossen haben müssten, um unsere Leute zu retten, um die Vergiftung zu stoppen, die blöde Farnvergiftung. Wir hätten auf jeden Fall schon viel früher unser Forschungszentrum bauen müssen. Da, jetzt, nein, immer noch nicht. Das müsste unser Velociraptor sein. Wie machen wir das jetzt? Okay, ist egal, wir machen das nicht selber, wir lassen es machen. Bevor wir jetzt hier irgendwie Schwachsinn machen. Okay, ich Sie kann müssen nicht mehr sich um als Ihre zwei. Dinos kümmern. Ihre Ja, Gesundheit ist ist Ihnen gut. ganz wichtig. Wir machen das ja jetzt gerade. Uns tut es ja unglaublich leid. Okay, und der nächste. Wir konnten noch nicht, ja? Claire, wir haben uns hier beste Mühe gegeben, das möglichst schnell zu machen. Und du auch noch. Und damit müssen wir dann alle vier. Puh.
hätten fast tote Dinos gehabt. Fast. Das war definitiv nicht angenehm. Ich will den jetzt noch nicht freilassen. Ich will ihn jetzt noch nicht freilassen. Ich lasse hier den... Ach, den Diplosaurus können wir doch gar nicht. Oh, wieso das denn? Haben wir noch nicht geforscht? Ja, wir haben noch nicht geforscht. Ich möchte alle drei gleichzeitig freilassen und rüber transportieren lassen, weil ich mir Sorgen mache, dass sie direkt rumzicken, weil die Mission gefährliche Aktien heißt und ich irgendwie das im Gefühl habe, dass es nicht so gut laufen wird. Wir lassen auf jeden Fall jetzt hier auch die Campylobacter-Bakterien erforschen, selbst wenn es uns Geld kostet, was wir eigentlich nicht haben, aber nochmal eine Krankheit haben, das möchten wir nicht. Definitiv nicht. Gut, du fährst hier hinten rüber. Dich hört man auch lautstark beim Fahren. Wir haben ein neues lebensfähiges Genom, den Diplosaurus. Den können wir auch hier immer noch nicht ausbrüten. Okay. Und dann da vorne landen unsere Leute wieder. Ich hoffe, dass sie Ankylosaurus-Genome gekriegt haben. So oder so, sie dürfen direkt wieder losfliegen. Mal sehen. Ankylosaurus, super. Sogar ein sehr, sehr hohes. Und nochmal Ankylosaurus. Das ist natürlich sehr gut. Wir haben dort zwei Dinos, die sie finden können. Deswegen muss man immer tatsächlicherweise ein bisschen gucken, was sie denn gefunden haben. Dieser neue Auftrag eignet sich hervorragend, um die Sicherheit. Den haben wir noch gar nicht. Den können wir auch nicht annehmen, weil wir ihn noch nicht mal haben. So ein bisschen habe ich doch da noch Ahnung, was wir für Dinos bisher schon gefunden haben und welche nicht. Wollen wir das machen? Ich meine, es gibt echt viel Geld. Wir können mal hier schauen. Chryontosaurus, ne? Der hier. Dann genmodifizieren wir ihn erstmal wieder zurück, damit er möglichst billig ist, ne? Und sich auch möglichst schlecht verteidigen kann, weil wir wollen nicht, dass unser sauteurer Dino da stirbt. Und dann lassen wir ihn ausbrüten und dann machen wir gleich tatsächlicherweise hier einen Dino-Kampf. Ich hoffe, dass er gewinnt, aber wir müssen mal schauen. Wie lange brauchst du eigentlich? Ah, doch eine ordentliche Zeit wirst du benötigen. Okay. Guckt euch das mal an. Wir haben so gut wie kein Geld. Was ist mit dieser Insel los? Wieso läuft die so schleppend? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Müssen wir hier schauen. Ja, wir haben sehr dolles Minus. Irgendwie doch nicht. Aber hier. Gebäude, die wir gebaut haben, sind extrem teuer gewesen. Und Reparaturen und wow. Ja, okay. Wir hatten jetzt große Ausgaben dadurch, dass wir die Medizin machen mussten. Die Feidekosten? Ernsthaft? Das heißt, wenn ihr versucht, Leute zu fangen, dann kosten euch die Feide etwas. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Leute, ich lege jetzt hier so einen 5-Minuten-Cut rein, dass wir wieder ein bisschen Geld kriegen und ein bisschen was passiert, damit es nicht so langweilig für euch wird. So, wir haben, denke ich, genug in der Zwischenzeit laufen lassen. Der Chryontosaurus ist fertig und ich würde sagen, wollen wir jetzt das Dino-Battle haben? Ja, ne, oder? Müssen wir uns auch gar nicht anschauen, wie er anguckt. Und dann schauen wir mal hier. Er kommt schon, ne? Statistik, er streift bisher umher. Das wird bestimmt mega cool. Warte, ich will die freie Kamera haben und nicht die Bodenkamera. Oh, er ist halt schon in der Nähe. Die beiden begegnen sich schon. Okay, ihr lauft nur durcheinander. Das ist nicht cool. Was ist mit dir da hinten? Wie siehst du das? Auf Wassersuche. Ja gut, okay, das ist nicht so toll. Seid ihr jetzt sauer aufeinander oder nicht? Du kommst so kampflustig rüber? Ja, das sieht gut aus, Leute. Wir haben uns auch einen ersten Dino-Fight. Alter Schwede, ist das cool. Nicht jetzt, Fossil, nicht jetzt. Mal sehen, wer von beiden sterben wird. Das hier sollte eigentlich kein Käfigkampf werden. Die beiden haben einen Kampf begonnen. Du bist halt schon Hälfte durch einen einzigen Schlag, ne, hat er schon Hälfte TP runter.
Oh mein Gott, und er ist geschlagen. Das ist brutal. Und wir haben einen Gewinner. Einen hundertprozentigen Gewinner. Dank ihrer harten Arbeit ist dieser Auftrag abgeschlossen. Und wir haben einen toten Dino. Und du müsstest jetzt hier... Nur wenige sind dieser Aufgabe gewachsen. Wird bei dir nicht irgendwo sogar gezählt, wie viel du getötet hast? Auf Isla Muerta diese Aufgabe eindeutig Kampf bewältigen konnten. Verrufenheit. Wir haben ja tatsächlicherweise, weil er schon mal jemanden getötet hat, jetzt hier einen Plus, wenn ich das richtig gesehen habe. Kampf. Dinosaurier getötet. Ein. Ziegen getötet. Null. Okay. Produkt wird eingesammelt. Okay. Der ist tot. Das war krass, oder? Das fand ich richtig krass. Nein. Ist etwas ganz Obwohl, wir kriegen dadurch Geld. Lass mir es einfach mal annehmen. Das ist einfach. 2 Minuten lang darf niemand ausbrechen. Also, wir haben aber hier vorne, sind die Leute angekommen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleistet ist. Das will ich nie wieder erleben. Ja, ist gut, Claire. Den anderen brüte ich erstmal nicht aus, weil ich einfach warte auf unseren Ankylosaurus. Den wir leider immer noch nicht auf 50% haben, sodass wir ihn ausbrüten können. Aber wir können schon mal anfangen hier mit dem... Wer war denn das? Diplosaurus müssen wir auch noch machen. Der muss auch noch ausgebrütet werden und dann lassen wir hier noch einen Ankylosaurus ausbrüten. Da können wir jetzt schon mal hier hinten upgraden, damit er uns nicht auf einmal wegstirbt. Und dann lassen wir sie gleich. Dann betäuben wir einmal komplett alle Dinos und dann lassen wir die 3 Dinos hier rüberfliegen und schauen mal, ob sie kämpfen. Wir haben ein Stromproblem. Haben wir zu wenig Strom? Ja, wir haben zu wenig Strom. Aber ich meine, wir haben hier hinten noch nicht geupgradet. Das heißt, wir können hier tatsächlich noch verbesserte Leistung einbauen und sollten damit unser Stromproblem behoben haben. Jo, super. Das hat soweit geklappt. Dann schauen wir nochmal auf der Karte, wie weit denn unser Expeditionsteam ist. Noch 2 Minuten verbleiben. Ach, wisst ihr was? Wir können die anderen schon mal anfangen. Es kostet uns ja doch dann nicht so unendlich viel, dass das nicht sinnvoll wäre. Wir müssten es sowieso später erforschen. Sobald wir das Geld hiervon haben, werde ich auch ein Hotel hinbauen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mit einem Hotel wir bei weitem mehr Gäste hier hätten und somit mehr Einnahmen kriegen. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh! Sabotagerisiko ist hoch. Wir müssen auf jeden Fall diese Mission abschließen. Ansonsten sabotiert uns die Lady. Das ist nicht gut. Die ist anscheinend pissig, weil wir die anderen machen. Das ist nicht gut. Gut, dass wir eben das angenommen haben. In 11 Sekunden sollte sie nicht mehr so sauer sein. Vielleicht ist sie auch sauer, weil wir eben einen Dino getötet haben. Die hat ja daraufhin tatsächlicherweise gemeckert gehabt. Das könnte durchaus sein. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Einen Volltreffer gelandet. Wow, du wirkst ein bisschen pissig. Okay, das Risiko ist wieder niedrig. Es ist somit okay. Gut. Das freut mich jetzt. Wir kriegen gleich abgeschossen, dass wir keinen Stromausfälle hätten. Wir können uns jetzt hier einen neuen Auftrag holen von der sicherer Team. Es scheint sich um etwas zu handeln, mit dem Sie leicht fertig werden. Ein Dino, der läuft. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde mal sagen, wir gehen in das Pflanzenfressergehege, weil wir die anscheinend irgendwie besser aufschrecken können. Dann machen wir einfach ein Foto von einem Dino, der läuft. Das sollten wir definitiv hundertprozentig hinkriegen. Da vorne muss ich Futter nachfüllen. Gucken wir mal. Hallo, ich hub dich an. Lauf! Das hat geklappt. Würde ich sagen, oder? Ja, hat das super. Das war doch jetzt echt einfach. Einfach verdientes Geld. Ich hoffe, das klang ehrlich. Es hätte zumindest so klingen sollen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die 4% mit dem einen Mal kriegen. Entsprechend schicke ich ihn einfach nochmal auf den Ankylosaurus. Wir haben den Auftrag und alle Ziele abgeschlossen. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Das freut mich, dass das bestmögliche Ergebnis ist. Wir kriegen auf jeden Fall dieses Mal noch die gefährliche Aktien, kriegen wir fertig. Da gehe ich hundertprozentig von aus, wenn wir dann hier gleich den Ankylosaurus ausbrüten lassen. Du siehst aber auch gefährlich aus, wobei ich finde, dass der Rhinoceros und der Ankylosaurus, das sind doch direkte Verwandte. Die sehen sich so ähnlich. Die haben nur eine leicht unterschiedliche Kopfform und die Stacheln gehen in eine leicht unterschiedliche Richtung. Aber ansonsten sind sie sich dann doch sehr ähnlich. Wir haben einen... Okay, das ist das Falsche.
Es ist das falsche Genom, was neu lebensfähig ist. Den möchte ich natürlich nicht. Aber der ist in 22 Sekunden soweit und dann sehen wir. Okay, der Diplosaurus und der Velociraptor sind soweit. Ankylosaurus noch nicht. Und den Auftrag haben wir abgeschlossen. Ja. Wir haben eine eingehende Übertragung. Diese Mission ist für Sicherheit. Aber das können wir noch nicht machen. Ich habe eine einzigartige und anspruchsvolle Herausforderung. Seien Sie gewarnt. Die wollen wieder, dass ich die beiden mache, ne? Aber es hat ja auch niemand behauptet, dass der Job immer einfach sein würde, stimmt's? Und dafür würden wir einen Stahlzaun kriegen, aber wir machen das nicht jetzt. Wir werden das dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, weil wir sie können und wir haben mittlerweile, es hat ein bisschen gedauert, wir mussten erstmal die ganzen Dinos freischalten, aber jetzt, wo wir sie freigeschaltet haben, sollte das dann auch ganz gut klappen. Ernsthaft? Hat das nicht gereicht, um ihn auf 50% zu kriegen? Ich habe es eben nicht mitbekommen. Nein, wir haben 48%. Das heißt, unser Grabungsteam muss tatsächlicherweise noch einmal zurückkommen, was noch weniger als eine Minute dauert. Aber es zögert das alles ein bisschen hinaus. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie. Das ist das vierte Mal, dass wir bekommen, dass wir keine Stromausfälle haben sollen. Ich glaube, diese Insel hatten tatsächlicherweise ein Stromproblem. Wir werden jetzt hier mal schauen, was wollen wir denn hier ausbrüten? Globaler Betrieb? Was ist das denn? Verbessertes Marketing, verbesserte Anwälte, Brutstättenversicherung. Oh lol, da kriege ich, das kostet übelst viel, aber wenn das fehlschlägt, dann bekomme ich tatsächlicherweise 30% der ursprünglichen Brutkosten zurück. Das ist ja richtig cool. Das kenne ich gar nicht. Werden wir uns, wenn wir viel, viel Geld haben, definitiv mal dem widmen. Hier vorne, nee, die Eisenbahnschiene möchte ich nicht, die ist blöd. Ich würde sagen, wir machen hier verbesserte Leistung noch ein bisschen upgraden. Selbst wenn es ein bisschen dauert. Einfach nur, damit wir in der Lage sind, dann im nächsten... Okay, weniger als eine Minute. Das Grabungsteam kehrt zurück. Da sind sie. Demnächst noch ein bisschen beim Strom nach oben zu schrauben, ohne direkt ein neues Umspannwerk zu Stromwerk zu bauen. Den wollen wir. Und du kannst danach. Die 2% müssen wir auf jeden Fall kriegen. Und dann schauen wir auf der Karte, wen wir jetzt hier weitermachen wollen. Ich würde sagen, ich will den Velociraptor auf mehr Prozent als nur 64 haben. Deswegen schicken wir den zum Velociraptor. Ich werde jetzt hier aber schneiden, solange bis wir den Ankylosaurus dann machen können. Und da haben wir das Genom. Das heißt, wir können jetzt hier rangehen und einen Ankylosaurus für... Wie teuer bist du? Och, das geht ja noch. Können wir ausbrüten lassen. Und ich gebe mich mal ran, alle hier zu betäuben und wir sehen uns, sobald ich sie umsiehe. Na toll, jetzt wollte ich gerade eben anfangen, die auszubrüten und jetzt bekomme ich die Nachricht, dass ein Sturm sich nähert. Das ist natürlich echt blöd. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier nochmal schnell eine Sturmabwehrstation hier vorne hinbauen, wenn wir das irgendwie platztechnisch hinkriegen, ja? Denn ich werde ganz bestimmt nicht die Dinos freilassen, wenn gerade ein Sturm kommt. Das wäre ja... Wir können sie freilassen, aber betäuben. Das geht. Okay, ich lasse dich frei. Unser erster Velociraptor, gehen wir mal ein bisschen genauer an. Da kommt auch die Sturmwarnung und da ist er schon. Oh wow. SU-Transporter, nicht fliegen. Ich möchte, dass du ganz normal ihn jetzt betäuben gehst. Aufgabe hinzufügen. Wo bin ich? Da. Okay, der ist gleich betäubt. Geborgenheit geht natürlich runter. Oh, er ist auch einsam. Wir haben nicht nur das Problem. Die wollen eigentlich zu zweit sein. Okay, dann weiß ich Bescheid. Aber der Sturm nähert sich. Haben wir einen Sturm, der sich auf der Insel abgesetzt hat? Nein, er ist einfach nur da. Okay. Die Geborgenheit von ihm ist nicht optimal. Der ist jetzt gleich schon... Schaut euch das an. Der ist jetzt schon, dass er kämpfen möchte. Der will jetzt schon ausbrechen. Gut, dass wir ihn betäubt haben. Nur bei optimalen Umweltbedingungen. Ja, ist gut. Ich weiß. Er fühlt sich nicht geborgen. Es ist gut. Ich sehe es ja. Ne? Dann werden wir hier auch den Diplosaurus aussetzen. Und ihn direkt betäuben gehen, weil bestimmt das gleiche Problem nochmal ist. Ich krieg immer falsch, jedes Mal. So. Fossilien haben wir bekommen. Machen wir mal. Ich habe mich verklickt. Ich hoffe, dass der Sturm nicht zu große Schäden bisher angerichtet hat. Wir schauen mal, ob wir schon irgendwas... Ja, da vorne müssen wir reparieren. Hier müssen wir Futter auffüllen. Bisher passt es sonst. Der Sturm scheint uns nicht direkt zu erwischen. Aber wir sehen, unsere Geborgenheit von den Dinos
ist nicht so top, vor allem hier von dir. Von dir, Bösewicht. Und du, fehlender Wald, aber soziale Gruppe passt soweit, okay. Und wir müssen unseren letzten, unseren Ankylosaurus ausbrüten. Der jetzt hier vorne ist. Na, unser kleiner Süßer. Du bist überhaupt nicht süß. Und damit haben wir alle drei fertig. Ach, jetzt sollen wir Besucherzahlen von 100.000, okay. 100.000 wäre krass. Gäste, Hotel. Dann, wenn wir ein Hotel bauen, sollte das ja so weitestgehend passen, ne? Wir haben keinen Strom. Wisst ihr, was wir machen? Weil wir jetzt keinen Strom haben. Wir werden hier hinten das deaktivieren. Damit sollten wir viel, viel Strom einsparen und genug Strom für da hinten haben. Wenn ihr Park zahlungsunfähig ist, müssen sie mit den vorhandenen Mitteln Geld verdienen. Verkaufen sie unnötige Gebäude, Fossilien und Dinosaurier. Durch das Abschluss von Aufträgen und Fotos vom Ranger-Team können sie zusätzliches Geld verdienen. Wenn sie im Pause-Menü neu starten, wenn sie von vorne beginnen wollen. Nein, möchte ich nicht. Schön zu wissen. So, du bist hier relativ zufrieden mit. Ich werde mal etwas machen, und zwar ich transportiere... Ich will euch eigentlich gar nicht... Geborgenheit, bla bla bla. Keine Lust zu lesen. Ich bin echt kritisch, was euch angeht. Vor allem, umso schneller ich das fertig habe, umso schneller kann ich die Sicherheitsmission annehmen, wo ich nochmal einen Velociraptor und einen Diplosaurus ausbrüten muss. Und das passt natürlich dem hier ganz gut. Lustigerweise... Okay, sein Hunger ist da. Also er ist hungrig. Das ist blöd. Wir werden hier hinten schon mal Fleisch fressen. Fleischfresser fressen. Oh, wir können das ja... Oh Gott, wir haben Minusgeld. Wieso haben wir gerade so krasses Minus? Wieso kommen die Leute nicht in unseren Park? Was ist hier los? Fürsorgestrafe. Die hassen unseren Park gerade. Wahrscheinlich nur wegen dir. Das ist echt blöd. Das ist halt richtig blöd. Wir haben Minus. Mach nur ganz wenig Plus. Bitte lass dieses Hotel fertig sein. Okay, eigentlich müssten wir jetzt Leute Plus kriegen. Weil wir haben ein Hotel und Leute können jetzt hier übernachten. Aber sie finden alle unseren... Wir haben 304 Gäste. Das ist gar nichts. Das liegt daran, dass dieser blöde Dino da vorne, er hier, eine Minusgeborgenheit hat. Und jetzt geht auch seine Gesundheit runter. Und oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Den hier können wir auf jeden Fall... Den siedeln wir hier hin rüber. Das machen wir. Den transportieren wir hier hin. Da können wir auf jeden Fall sorgen, dass zumindest seine Geborgenheit nicht negativ ist. Wow. Ja. Wir schaffen gefährliche Aktien doch nicht in dieser Folge. Das schaffen wir garantiert erst in der nächsten. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß. Ich werde mal schauen, was ich mit meinem kleinen Velociraptor machen kann. Ob ich ihn vielleicht doch nochmal verkaufen muss und wieder neu machen muss. Es wird echt ätzend. Würde aber sagen, bis denn.